Aurora. Es gibt Neuigkeiten. Dann erzähl. Hat die Therapie bereits angeschlagen? Vortrefflich. Gut. Und was sagt deine Therapeutin? Sie sagt, ich bin eine besondere Kundin. Interessant. Das glaube ich ihr. Was soll das jetzt heißen? Nein, nein, gar nichts, bitte. Erzähl weiter. Naja. Sie bespricht mit mir oft meine künstlerische Ader. Okay. Dass ich Leute anders sehe. Dass ich anders bin. Besser. Das ist schön, aber spricht sie auch über deine Aggressionsausbrüche? Darüber möchte ich nicht sprechen. Wie du willst. Ist schon ein schönes Plätzchen hier, nicht wahr? Kannst du dich noch erinnern, als wir hier als Kinder gespielt haben? Natürlich. Aber Mutter und Vater waren nicht immer davon begeistert. Ich war schon immer besser im Laufen, weißt du. Das kann schon sein. Dafür war ich der Klügere. Da haben wir unterschiedliche Ansichten. Natürlich. Muss schon sagen, ist schon ziemlich kalt. Der Winter kommt doch bald. Wollen wir uns nicht etwas Warmes zu trinken holen? Das wäre schön. Ster hat viele Orte, an die man sich gesellen kann. Wo ist mein Glühwein? Ich hätte gedacht, wir holen uns etwas Warmes zu trinken. Bitte entschuldige, aber der Glühweinstand hatte schon geschlossen. Das war das Einzige, was es noch gab. Hatte er das? Ja, tut mir leid. Fehlt dir etwas am Leben? Ich meine, was sollte mir denn bitte großartig fehlen? Meinst du nicht, dass man alles nicht einmal ausprobiert haben sollte in seiner Lebenszeit? Nun ja, ich denke schon. Aber ich meine, hast du schon alles ausprobiert? Ich meine, wir sind doch jung. Mord noch nicht. Ja, naja, ich denke, das ist doch gut so, weil Mord ist illegal und moralisch verwerflich. Also, so gesehen ist das ganz gut. Manchmal denke ich über die kreativen Wege nach, wie man Leute umbringen kann. Mit Messern, Gabeln, Schrauben, mit allem. Und alles endet daran, dass sie schreien und bluten und um Vergebung betteln. Okay, ich verstehe. Tust du das? Ja, ich hoffe schon. Ich meine, hast du das schon mal mit jemand anderem außer mir besprochen? Vielleicht mit einer Psychologin oder etwas dergleichen? Sie würde das nicht verstehen. Aber genauso wenig wie du. Du bist nicht genug besonders. Ja, ich mag vielleicht nichts Besonderes sein, aber ich bin immerhin auch kein Mörder. Also sehe ich das als Erfolg in meinem Leben an. Es verfolgt mich Tag und Nacht. Was? Jede Minute, an der ich es nicht getan habe, jemanden umzubringen, ist Folter. Also, ich bin mir sicher, dass du, ich bin mir sicher, dass. Obwohl, warte mal. Wer soll denn überhaupt ein Opfer werden? Ich denke, jemand berechenbaren. Jemanden, den ich gut kenne. Okay, verstehe. Jemanden, bei dem es einfach wäre, ihn umzubringen. Okay. Und vielleicht auch du. Ist schon hier. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face.